Das Haus der Geschichte in Bonn. Der Eintritt ist frei, auch in die aktuelle Sonderausstellung Deutschland digital. Da gibt es jede Menge zu entdecken. Alles, was irgendwie mit unserer digitalen Welt zu tun hat, auch im Gegensatz zu dem, was bisher analog an Kommunikation vermittelt wurde. So manches Fundstück weckt nostalgische Erinnerungen. Und es gibt eine Abteilung, die sich mit Politik und Gesellschaft beschäftigt. Da geht es unter anderem darum, wie man sogenannte Fake News erkennen kann und um das Verhältnis zwischen Journalismus und sozialen Netzwerken. CDU-Politiker Friedrich Merz hatte 2020 gesagt, man brauche den Journalismus nicht mehr, soziale Netzwerke würden Politikern ausreichen zur Kommunikation mit den Bürgern. Aufgrund dieses offenen Briefes von mir ruderte er dann zurück und versprach, sich für die Pressefreiheit einzusetzen. Der DJV reif fürs Museum oder meine Wenigkeit reif fürs Museum oder zumindest ein Brief von mir, also von uns als DJV, an Friedrich Merz. Damals noch nicht CDU-Vorsitzender, aber er hatte sich sehr kritisch geäußert über Medien und hat gesagt, eigentlich brauchen wir die nicht mehr, eigentlich brauchen wir nur noch soziale Netzwerke, damit können wir hinreichend mit der Öffentlichkeit kommunizieren. Das gab einen ordentlichen Streit, ging bis hin zur Tagesschau, wo dieser offene Brief auch gezeigt wurde und ja, ich habe mich sehr gefreut, als die Kuratorinnen und Kuratoren vom Haus der Geschichte gefragt haben, ob sie diesen Brief auch zum Bestandteil der Ausstellung machen dürfen. Ja, durften sie. Und jetzt ist er zu sehen, ein Jahr lang, im Haus der Geschichte in Bonn. In Leipzig war er schon zu sehen, jetzt ist er eben ein Jahr lang hier. Und ja, das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, hier dann mal vorbeizuschauen und mir meinen eigenen Brief anzuschauen. Man sieht, DJV wirkt. Jetzt sogar im Museum. Zu sehen im Haus der Geschichte in Bonn bis 4. Februar 2024.